Hey Leute, willkommen bei Pandido und dem zweiten Teil unserer Ninjago-Geschichte Jagd auf die goldenen Waffen. Mal sehen, wie es weitergeht. Hier, Dena, park mein Destructoid irgendwo sicher ein. Und wehe, da kommt ein Kratzer in den Lack. Dir sind wohl die Schaltkreise durchgebrannt. Ich bin nicht dein Diener. Ruhig, Sugu. Unser werter Gast ist sicher nur etwas überhitzt von der langen Reise. Undankbarer Schrotthaufen. Kommt raus, meine Ninjuits. Oh, Meister. Komme. Und du, Kryptor? Lässt jetzt schon Kinder für dich kämpfen? Was, Kinder, hä? Na, warte! Schluss jetzt! Wir haben Dinge zu bereden! Richtig! Wir müssen jetzt an das größere Wohl und unsere Ziele denken und unsere Streitigkeiten außen vor lassen. Komm rein, Kryptor, und lass uns Pläne schmieden! Also, sieht wie folgt aus. Meine Ninjoids sind in Ninjago City eingefallen und konnten eine goldene Waffe stehlen. Ein Ninjoid wurde gefangen genommen. Es befindet sich also noch eine goldene Waffe in Ninjago City. Können die Blechbüchsen denn überhaupt irgendwas richtig machen? Wären bei dem Angriff die Schlangen anstatt deiner Konservendosen dabei gewesen, wären wir jetzt im Besitz beider Waffen. Pass auf, was du sagst, Freundchen, oder ich mach dich einen Kopf kürzer. Sugu, klappe jetzt! General, setz dich! Die Ninjas haben also ein Ninjoid in ihrer Gewalt. Sicher wird er ihnen bereits erzählt haben, dass sie uns verbünden. Also müssen wir schnell handeln. Ich sage, wir lassen den Ninjoid erstmal da, wo er ist, genauso wie die goldene Waffe. Ich sage, wir besorgen uns erstmal die anderen beiden Waffen. Ein Plan geschmiedet von einem Nudelverkäufer. Da kann ja nichts Gescheites bei rumkommen. Wie sollen wir denn die beiden anderen Waffen finden, wenn ich fragen darf? Hast du dir darüber auch Gedanken gemacht? Zufällig ja. Ich habe hier eine Karte, auf dem der Standort der beiden fehlenden Waffen verzeichnet ist. Was sagst du da? Wo hast du denn diese Karte her? Tja, der Nudelverkäufer hat auch ein paar Tricks auf Lager. Ich würde euch die Karte überlassen, damit ihr die beiden Waffen aufspüren könnt. Aha, und wieso sollen wir die Drecksarbeit erledigen? Nun ja, ihr habt den Destructoiden. Ihr seid schneller unterwegs, ihr seid kleiner und geschickter als meine Schlangen. Da hast du recht. Alles klar, wo ist diese Karte? Na dann, komm mal mit. Gut, der Plan steht. Ihr besorgt die fehlenden Waffen, anschließend befreien wir den Ninjoid aus Ninjago City und stehlen die letzte Waffe. Deal. Wir lassen die gestohlene Waffe hier. Ich rate dir gut, darauf aufzupassen. Wenn die Schlangen wissen, was wir vorhaben. Ihr elenden Blechbüchsen. Wir werden die Herrschaft niemals mit euch teilen. Viel Spaß mit der Karte. Wie konnten die Ninjoids denn überhaupt ungesehen ins Lager kommen? Zane, wieso hast du nicht besser aufgepasst? Ich? Du hättest auch besser aufpassen können. Ich war damit beschäftigt, den Drachenkopf wieder anzubringen, wenn du dich erinnerst. Oder ist deine Erinnerungsfunktion wieder ausgeschaltet? Ich erinnere mich noch sehr gut daran, wie man kämpft. Wenn du das nicht herausfinden willst, dann halt jetzt lieber die Klappe. Ruhe jetzt. Hört auf zu streiten. Wir haben ein ganz anderes Problem, wenn sie es schaffen, alle Waffen zu finden. Lord Garmadon hat recht. Wir müssen aufhören, uns gegenseitig die Schuld zuzuschieben. Also, wie lautet der Plan? Da der Ninjoid so freundlich war, uns ihren Plan zu verraten, können wir davon ausgehen, dass Kryptor sich mit Shen am Tempel der Anakon 3 zusammentut. Sicherlich wird sich Kryptor mit dem Destructoid auf die Suche nach den anderen Waffen machen. Sobald sie weg sind, schlagen wir zu. Zane, Lloyd, ihr übernehmt diese Aufgabe. Was? Nur zwei von uns? Gegen Chen und seine Schlangen? Weichei. Wie war das? Ruhe! Ja, nur ihr beide. Ihr schleicht euch an und beobachtet den Tempel. So wie Krypto verschwunden ist, greift ihr still und leise zu. Riskiert keinen Kampf. Chen wird nicht wissen, wie ihm geschehen ist. Alles klar. Los, Ninjoids. Mit dieser Karte finden wir die beiden Waffen im Handumdrehen und brauchen die Schlangen nicht mehr. Wenn wir wiederkommen, löschen wir sie mit Hilfe des Destructoiden aus. Ja, mit dieser Karte finden die Ninjoids nichts als ihren Tod. Aha, ah ja, so ist das also.
Okay, lass es uns so machen. Schau dir jetzt die nächste Folge an.